heute zum Grande Finale der großen Klartext-Serie. Der Horn spricht Klartext über den Flughafen Berlin-Brandenburg-Willy Brandt. Guck mal, ich muss immer lachen. Ich muss immer an dieser Stelle lachen. Das hat wirklich was Witziges. Totgesagte leben länger heißt das Motto. Ja, Willy Brandt schon lange tot. Ich habe ja diese vielen Klartexte gemacht und ich bekomme unglaublich viel Feedback aus der Horn-Familie. Was ich dort mitkriege, Beispiel, dass mir einer sagt, mal auch bei dem Flughafen BER ist zum Beispiel jetzt, ja, das sind ja nur so Mitteilungen. Da ist also der Architekt und dieser Architekt, der verhindert, dass zum Beispiel dieser Vorplatz, wenn man da so in den Flughafen reingeht, also wenn man mit dem Bus oder im Auto oder unten auf den Vorbereichen ist, da darf keine besondere Beleuchtung stattfinden. Das ist also so düster abends. Das heißt, das Steigenberger dürfte keine Beleuchtung anbringen. Dieses eine Restaurant, was auf der rechten Seite ist, darf keine Beleuchtung anbringen, damit man mitbekommt, da ist was. Die wollen Geld verdienen. Hauptsache der Architekt hat sein Geld verdient. Und das würde der Architekt verhindern. Sowas zum Beispiel. Rolltreppen, ja, das Rolltreppenthema. Also es ist mir ja auch aufgefallen. Da habe ich gedacht, wieso haben die keine Rolltreppe runter? Ja, die haben also zwei Treppen runter, aber es geht nur eine Rolltreppe hoch. Und das finde ich auch schon gigantisch. Also ich sage ja, die Theoretiker. Dieser Flughafen wurde von Theoretikern, die am Schreibtisch sitzen, Architekten sitzen ausschließlich am Schreibtisch, gehen ja auch nie raus, sie sehen sich die Projekte immer nie an und wissen gar nicht, wie es in der Realität aussieht. Das ist doch alles so, ich glaube, die haben immer so eine Brille auf, wisst ihr, diese, wo man so in die Ferne schweben kann und irgendwo auf so einer Welt ist. So was haben die auf, das ist für die dann die Welt. Aber die Realität, da ist nur Money, Money, Money einstecken und scheißegal, was da draus wird. Ja, das müssen die anderen irgendwie organisieren. Also, ich habe es ja gesagt, das ist ein Flughafen, der zwar eröffnet ist, aber wirklich nicht fertig wird. Denn was dort gebaut, gemacht und getan wird, das ist unglaublich. Mit Chauffeurdiensten gesprochen, die gesagt haben, wenn man da also als Chauffeurdienst fährt, und ich habe es selbst auch gesehen, da haben sie also ein Kassenhäuschen, es hat geregnet, da standen also 4, 5 Leute an einem Kassenhäuschen, wollten bezahlen, die wurden alle nass und es gab nicht eine Möglichkeit der Überdachung. Genauso auch dieser Bereich in der Ankunft. Wenn du dort die Leute abholen willst, müssen die, wenn es regnet, in den Regen raus. Es gibt keine Möglichkeit, sozusagen die Leute, die ankommen, trockenen Fußes, also auch gute Kunden, die auf Chauffeurdienste warten, Taxi, die müssen durch diesen Regen raus und da musst du rein. Also das auch da wieder, ich sage, das hat keiner mitgedacht. Das hat keiner, war keiner vor Ort und hat sich das genau angeguckt. Die grundsätzliche Anmutung des Flughafens, ich sag mal, ist für mich so DDR. Das ist wirklich diese, so waren diese Flughäfen, so das alte DDR-Thema, was da so drin steckt. Das sieht man auch alles so auf groß angelegt, aber jederzeit zusammenbrechen. So ein Ding ist das. Also wirklich, wenn du so davor stehst, hast du das Gesamtbild von diesem, auch diesen Platz, das sehe ich so vor mir. Dann hast du dieses große Ding da oben, ja, das Dach und diese Säulen, wo du denkst, wenn jetzt so eine kleine Vibration kommt, dann bricht das alles zusammen. Das ist alles so ein billiges, aufeinandergehauenes Discounter-Material. Das ist ein Discounter-Flughafen. Ich glaube, das habe ich jetzt im richtigen Namen dafür. BER-Discounter-Flughafen. So nenne ich das jetzt ab sofort. Das kann man nicht anders nennen. Natürlich gibt es auch im Discounter manchmal gute Produkte. Das ist gar nicht abzuschneiden. Es gibt manchmal guten Käse oder auch ein gutes Premium-Produkt. Aber da, wo Premium draufsteht, ist meistens nur Mist drin. Und das ist dort genauso. Das ist also auf keinen Fall ein Premium-Flughafen. Das ist auch noch nicht mal ein Massenflughafen. Er ist eben nicht für die Masse gebaut worden. Obwohl sie das ja immer sagen, aber wenn da mal Masse ist, das haben wir ja gesehen, da stehen die Menschen in der Schlange und wissen nicht, ob sie den Flieger kriegen. Realität ist wirklich Realität. Also wehe, es wäre jetzt kein Corona gewesen und die hätten jetzt gleich dafür öffnen müssen, da wäre Chaos ausgebrochen. Die Hunderttausende von Reisenden wären gar nicht untergekommen. Also das wäre ein Irrsinn geworden. Aber gut, sie haben ja dann auch jetzt das ganze Personal eingespart. Die sind ja auch weiterhin alle noch in Kurzarbeit. Ich muss das auch wieder betonen. Viele denken darüber nicht nach, aber das ist so. Die sind alle noch in Kurzarbeit. Und diese Firmen, diese Aktiengesellschaften, GmbH, sie verdienen sich dumm und dämlich nur an, dass sie die Leute in die Kurzarbeit geschickt haben. Das ist ja keine persönliche jetzt Einschätzung nur von mir, unter dem Motto, ich lasse mir das einfallen. Nein, das ist Realität. Und das lese ich ja bei auch sehr bekannten Magazinen, ob das der Stern, der Spiegel, des Airliners ist oder was auch immer, Aerotelegrafen, wie die alle heißen. Dort wird ja auch, es wird ja jetzt auch schon festgestellt, und das sind ja eigentlich Influencer-Programme, ja, diese Zeitungen oder diese Online- Magazine. Die müssen ja gut schreiben, weil sie ja Kohle von den Airlines und Airports kriegen. Aber im Endeffekt, ich sage das ja nur, weil ich das auch persönlich gesehen habe. Das ist ja mein persönlicher Eindruck, den ich dort sehe und der mir dann von Zeitschriften, die eben draußen hier bei uns überall tätig sind und von auch anderen Reisenden, speziell auch von der Horn-Familie,
dann nochmal bestätigt wird, wo ich dann sage, siehst du, es ist wirklich so. Also das sehe nicht nur ich so, ich sehe, dass da einfach ein grottenschlechter Kundenservice stattfindet. Dass das Ding, der BER, das ist ein Mausoleum. Das ist wirklich ein Mausoleum. Das ist, also ich sage, morgen bricht das zusammen. Das ist die Erklärung, das ist der billigste DDR-Flughafen, den ich mir vorstellen konnte im Discounter-Design. So ist der Flughafen BER. Also ich meine, da bin ich ja schon, ja, Hamburg, da kann ich nichts auf Hamburg kommen lassen in dem Moment. Also da ist zwar auch Service, alles grottenschlecht und unten drunter, aber ich meine, BER, also so dramatisch hätte ich es mir nicht vorgestellt. Ich habe gedacht, es wäre besser. Wirklich, ich habe wirklich gedacht, es wäre besser. Denn ich war positiv überrascht, wie zum Beispiel, ich habe in diesem Steigenberger übernachtet, da habe ich also auch eine Review gemacht, solltet ihr euch ansehen. Das ist für mich ein Airport-Hotel, direkt in der Nähe. Man kommt leicht da rein. So, jetzt gehst du aber dahin, da geht das schon los. Du hast einen Koffer, kommst aus dem Steigenberger raus, eine Treppe hoch und eine Treppe runter. Gibt keinen Weg für, ich sag mal, auch Behinderte, die mit dem Rollstuhl da runterfahren müssen. Dafür hat man dann, für die Behinderten, hat man dann einen extra Fahrstuhl an der oberen Treppe. Das heißt also, du musst dann die Treppe hoch und da, wenn du reingehst, geht es wieder eine Treppe runter und da ist dann ein Fahrstuhl für Behinderte. Was für ein Dummsinn. Was für ein Dummsinn. Da hätte man eine Tür, die aufgeht, machen müssen und eine lang einfahrende Geschichte und nicht mit dem Fahrstuhl. Das verzögert doch alles. Ich weiß immer nicht, was das für Theoretiker sind, die keine Ahnung haben und sowas planen. Wirklich, könnte ich den ganzen Tag und die kriegen ja noch Geld dafür. Die kriegen auch noch Geld dafür, dass sie diese Geschichten machen und planen und so weiter. Also ehrlich, also wirklich, statt da eine Runterfahrgeschichte zu machen, dass du dann mit dem Rollstuhl das schön runterfahren kannst oder dass sogar Leute da runterlaufen können, weil sie einen Rollikoffer haben und die jetzt nicht die Treppe runtertragen müssen. Also ehrlich, ich bin da sprachlos. Also es haut mich regelrecht weg. Und dann komme ich dann so da rein, da haben sie dann so ein paar Geschäftchen, irgendwie so ein Rewe ist dann da und noch sowas anderes. Das ist auch viel zu wenig im Endeffekt. Auch jetzt für die ganzen Menschen, die jetzt fliegen, die sind voll. Also da kommt es ja kaum voran. Ich habe gesehen, wie die Leute da stehen in Schlangen und dann wollen sie dann Kaffee. Und also alles Murks. Die Geschichte dann nach oben, das heißt, du hast eine Rolltreppe nach oben. Da geht dann auch eine Rolltreppe im Ankunftsbereich auch runter. Die zwei Treppen hoch, das ist in Ordnung. Dann willst du da oben weiter. Dann geht nur eine Rolltreppe hoch, aber es geht keine Rolltreppe mehr runter. Haben sie gespart. Ich kann den Architekten sehe ich so vor mir. Da haben wahrscheinlich die Macher gesagt, da brauchen wir, wenn die runter wollen, dann können sie ja auch laufen oder die können ja dann den schweren Koffer auch durch den Aufzug, weil sie haben ja Aufzüge, ne? Ich meine, Aufzüge. Wer fährt hier noch Aufzug? Ich meine, mal ganz ehrlich, das sind alles kranke Geschichten. Also da hat ja Dubai, ja, mit Rolltreppen und Aufzügen und die haben schnelle und große Aufzüge. Die haben ja trotzdem noch links und rechts Dinger, wo du hoch und runter fahren kannst. Aber hier in Berlin, ich meine, das ist ein Hauptstadtflughafen. Also da will man die Welt einladen. Und da soll die Welt ja auch wieder abfliegen. Peinlich. Wirklich peinlich. Der Flughafen Berlin-Brandenburg ist von Peinlichkeit beseelt, schlecht organisiert, schlecht geplant, absolute Theoretiker, die da dran waren, Architekten, die keine Ahnung haben, obwohl der Architekt ja den Tegel gebaut hat, aber auch da konnte man ja schon feststellen, da hätte schon jeder sagen müssen, er darf auf keinen Fall der Architekt, der Tegel gebaut hat, obwohl das ja ein netter Flughafen war, aber war ja froh, dass der funktionierte, aber auch da waren ja viele Dinge, die schlecht waren. Allein das, dass der das geplant hat, dass der wieder den Auftrag kriegt für den BER, ist eine unglaubliche Frechheit. Da ist hier hundertprozentig Backschisch gelaufen. Das geht ja gar nicht anders. Wie denn sonst? Wie soll es gelaufen sein? Ich meine, das ist gar nicht anders denkbar. Und ich sage, also dann baut ihr so ein Ding und plant eine theoretische Geschichte im Discounter-Stil, sodass also der DDR-Flair von Brandenburg wahrscheinlich hier erhalten bleibt. Ich meine, davon haben auch Ostbürger der alten DDR nichts. Ich glaube, dass die sie eher dann auf den Arm genommen fühlen. Also ich würde mich, wenn ich aus der DDR kommen würde, würde ich mich da auf den Arm genommen fühlen. Und mal ganz ehrlich, wir wissen doch, dass es besser geht. Wir wissen, dass es Airports gibt, wo man eine ganze Reihe aufzählen könnte, wo man sagen könnte, boah, was hat man da für tolle kreative Ideen gehabt, ja? Also, wo einfach das Funktionierende alles ineinander geht. Und da hätte man doch nur ein bisschen gut klauen können. Aber jetzt, ich sage ja, so ein Ding dahinzustellen, der inhaltlich nicht funktioniert, mit Securities, die, ich weiß gar nicht, wie krank das alles so organisiert ist mit dem ganzen Bereich, ist es mir auch wirklich immer noch rätselhaft, warum es nicht möglich ist, das so zu organisieren, dass ein reibungsloser Ablauf stattfindet. Ich meine, die haben es ja auch geprobt. Es gab ja diese Probemöglichkeiten mit Dummies, ja, wo sie Leute eingeladen haben, die das mal probieren sollten. Haben die denn nicht gesagt, dass das scheiße ist? Ich meine, das hätten die doch alle, wie sie befragt worden sind, wenn die sagen, das ist alles Mist. Aber ich glaube, die waren dann so euphorisch bei diesem Test dabei, dass sie alle gesagt haben, oh, ist das toll.
ne, weil sie dabei sein durften. Ich glaube, das ist eben das Problem. Man muss eben wirkliche Vielflieger dazu einladen und muss die befragen. Also wenn sie mich gefragt hätten, ich hätte ihnen ganz klar gesagt, was scheiße ist. Oder ist viel scheiße. Am Airport in Berlin ist viel scheiße. Das kann man nicht schöner reden. Ich meine, alles andere ist schöne Rederei. Das ist Influencer. Und der Horn ist kein Influencer, ja? Echter Blogger und Vlogger. Und der natürlich Klartext spricht. Das, was da jetzt eben wirklich, was mir so entgegengekommen ist, ist, das ist einfach unglaublich. Und mal ganz ehrlich, auch eine Lufthansa-Lounge. Eine. Wenn du an der einen Seite reinkommst, musst du den ganzen Gang bis zur Spitze laufen. Wenn du im anderen Eingang reinkommst, musst du auch den ganzen Lauf bis zur Spitze. Das hätte ich anders organisiert. Ich hätte das schöner organisiert. Ich hätte mir einen schöneren Platz auch ausgesucht. Wirklich, ich hätte mir einen schöneren Platz ausgesucht. Ich hätte das anders gemacht. Aber okay. Der Horn ist hier Lufthansa. Der Airport Berlin hat sich, wie ich finde, den falschen Architekten für dieses Spiel gesucht. Er hat sich, ja, statt etwas besser und gut zu machen, haben sie es wirklich versaut. Sie haben, was immer noch wirklich, ich war ja in dieser Hoffnung. Ich gedacht, na, kriegen die das noch irgendwie hin? Also ich finde, dieser Airport ist des Namens nicht wert. Es ist für mich kein Hauptstadtflughafen. Das bleibt, um das abzuschließen, für mich der Discounter-Airport der DDR in Berlin-Brandenburg vom toten Willy Brandt. Und tschüss. Issen dumm! Hier bei der Horn Klartext. Abonnieren, liken und wiederkommen, logisch, bei der Horn und weiterempfehlen. Wesso, 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 Wendo.